Tritratolala. Hier haben wir ja eigentlich mal ja noch ein ganz anderes Phänomen, was früher hier oft aufgetreten ist. Bei dunklen Autos. Da haben wir auch noch eins. Jetzt sind aber alle Autos von vor 2000. Jetzt sagt uns die 99. Da hat denn die Sonne irgendwann mal dafür gesorgt, dass der Lack runterbrennt. Und das passiert bei neueren Autos heutzutage ja nicht mehr. Wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass die Leute vorsichtiger parken oder so. Oder eben unempfindlichere Autofarben wählen. Nee, es ist einfach nicht mehr so heiß wie früher. Also so eine Sachen kommen hier jetzt einfach nicht mehr vor. Wenn doch, werde ich mich noch mal melden. Aber alle neuen Autos, also dieses Problem ist hier einfach verschwunden. Aber über verschwundene Probleme denkt ja keiner nach, wa? Also das ist ja jetzt nicht ein Grund, sich Sorgen zu machen, wenn die Autos nicht mehr verbrennen. Dass der Erde eine gewaltige Energiemenge fehlt und wir gar kein Global Warming haben. Ja, das ist meine Sicht der Dinge. Bumpies.